Jo Leute, damit herzlich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2014 Koop-Meisterschaft zusammen mit dem Henne. Ja, guten Tag. Endlich sind die Schlawiner, die Strategen und die keine Ahnung was wieder am Start. 3 Wochen ist es her seit dem letzten Rennen. Oh ja. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich hab's auch schon vergessen. Wir sind genau in China gefahren, glaube ich. Ja, doch, China. Stimmt, wir sind in China gefahren, ja. Oder Bahrain, keine Ahnung. Diese Dreher da. Stimmt, da hat der Maldonado mich gedreht, der Penner. Und hat keine Strafe bekommen. Ich erinnere mich. Also siehst du mal. Ja, jetzt ist endlich der große Europa-Auftakt in Spanien. Und das heißt auch viele Updates. Alles gut, alles gut. Bist du schon raus? Ja, ich bin schon rausgefahren, du. Ich fackel da gar nicht lange. Ich bin da einfach... Ja, dann fahre ich jetzt auch mal raus, ne? Ich muss ja hier Konkurrenz liefern hier. Kann ja so nicht. Achso, ja. Dann warte ich dann der Boxengasse Ausfahrt. Nein. Ja, es werden viele Updates erwartet. Ich bin mal gespannt, was so die freien Trainings sagen. Nach dem Rennen, also morgen, kann ich dann mehr dazu sagen. Dann weiß ich ungefähr wahrscheinlich schon die ersten Zeiten. Ah, die sind noch gar nicht gefahren heute, ne? Ne, die fahren morgen erst. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin mal gespannt, wie nah Ferrari am Mercedes drankommt und wie sich Honda McLaren entwickelt. Ja, darauf bin ich auch gespannt. Also, die fahren ja eigentlich recht stabil, ne? Also dafür, dass... Ja. Recht stabil. Der Button ist im letzten Rennen so gut wie gar nicht gefahren. Ich meine jetzt... Also dafür, dass die quasi wieder den Motorlieferanten gewechselt haben. Ja. Ich habe den Faden verloren. Okay, vergessen wir es. Ja... Auf jeden Fall, ich finde schon deren neue Lackierung einfach richtig episch. Die sieht richtig nice aus. Gefällt mir richtig gut. Oh. Haben ja wieder die Lackierung gewechselt. Ja. Sind jetzt schwarz-rot. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und mal schauen, inwiefern sich sie sich verbessert haben. Fette Sponsoren haben sie am Nacken, Geld haben sie auch. Also... Leute, eigentlich... Nichts daran hindern, dass das weiter vorwärts geht bei denen. Richtig. Weißt du, welche Kurve ich hier richtig ekelhaft finde? Welche? Die beiden scharfen Kurven am Ende der Strecke. Auch die gehen. Nee, die kann ich gar nicht leiden. Wie oft Alter, ich was mich hat da drehe. Was hat der Ricciardo für eine Zeit rausgehauen, bitteschön? Das frage ich mich auch. Alter, ich bin eine Sekunde langsamer wie der im ersten Sektor. Okay, so scheiße war ich nicht. Ja, okay, ich habe auch extrem viel Sprit dabei, ne? Ja, Dritter. Aber der Kwiat backt hier so ein bisschen rum gerade. Oh, da habe ich aber richtig schön verzögert. Okay, den zweiten Sektor kannst du ja voll zu scheißen, 2 Sekunden langsamer. Ja, du hast extrem viel Sprit dabei, ne? Ja, ich habe Sprit für 10 Runden dabei. Ach du Kacke. So lange willst du fahren? Ja, ich will draußen auf der Strecke bleiben. Ich muss mir die Strecke eingewöhnen. Okay. Damit ich weiß, wie ich die Bremspunkte mache und wann ich wieder Gas gebe und Einlenkpunkt und... Ha, jetzt weiß ich auch, warum ich nur Dritter bin. Ich habe ja Intermediens drauf, ich Idiot. Lol. Nein, Spaß. Ich ja klar, mit Intermediens drin. Das ist awesome, Alter. Was macht denn der Vettel da? War das Vettel? Ja, war Vettel, du Idiot. Also ich bin 10. 11. Ja, wie gesagt, Rundenzeiten von 50 Sekunden, ne? Ja, jetzt bin ich nur noch 500stel.
5/10. Langsamer, das heißt, das Auto wird schon leichter, die Reifen werden wärmer. Wer fährt denn da vor mir? Der Bianchi. Da kann man direkt Platz machen. Vettel hat mir richtig viel Zeit gekostet, der Idiot. Ja, jetzt sind eh massig auf der Strecke. Ja. Muss ich nochmal ein bisschen warten, also schön in die Box zurückfahren. Und dann nochmal richtig Gas geben mit einem frischen Satz Reifen. Ich fahre hier auch die ganze Zeit im Verkehr. Jede Runde wäre ich im Verkehr gelandet. Mann, Schilden, jetzt machst du plötzlich, zünd dich sonst an. Oh, ich habe eigentlich relativ frei die Strecke, aber ich bin halt zu dick betankt. Das ist mein Problem. Ich hatte überall Verkehr, es war richtig schlimm. Es sind aber ein paar in der Box jetzt. Ich fahre schon auf Maga und laufe hier trotzdem den einen nach dem anderen auf. Oh, das wird eine Bestzeit. 4 Sekunden langsamer. Das ist einfach so ätzend, wie viel Zeit man verliert, wenn man überholen muss. Ja, das ist echt krass. Ich meine, wenn du ohne Probleme vorbeikommst, dann sind das vielleicht so... Ja, aber blöd ist halt in den Kurven dann, ne? Ja. Wenn du dann irgendwie ausschwenken musst, um vorbeizukommen. Ja. Ja, generell, auch von der Ideallinie runter auf der Geraden ist schon wieder so, den Einschwenker, den du machen musst, das ist wieder ein paar Hundertstel, oder vielleicht ein knapp Hundertstel. Das ist einfach wieder entscheidend. Oh, oh, oh. Das hat mich Zeit gekostet. Oh, oh, oh. Ist auch nicht gesund ins Kies, ne? Naja, für die Reifen überhaupt gar nicht. Für den Unterboden auch nicht unbedingt und für die Lackierung auch nicht. Ich mach das aber auch nicht. Wieder fertig, kannst zusehen, wer dir das lackiert. 14 von 22 sind auf der Strecke. Streckenübersicht und Fahrerverfolgung. Die Parkvermehrregeln gelten. Änderungen am Autosetup sind nur beschränkt möglich. Was? Beschränkt? Die sind auch so beschränkt. Ja, die sind beschränkt. Die Entwickler, die sind beschränkt, Alter. Aber richtig. Oh Mann. Beste Runde 1,28. Du bist mit vollen Tanks gefahren und ich fahre eine 1,27. Wo ich mit recht leeren, ey. Jetzt sind ja sogar noch mehr Autos auf der Strecke. Wollen mich eigentlich verarschen? Ich zünd's alle an. Ah, ich habe jetzt noch für 5 Runden Sprit. Oh, da ist der Bianchi. Kommt, Leute, fahrt in die Box. Ja, sind noch mehr draußen. Ja, das kannst du jetzt voll knicken. Wir gehen auf die Endzeit zu, oder? Ja, deswegen fahren die meistens in die Box. Ja, die fahren jetzt 1-2 Runden und dann gehen sie in die Box. 1,27 brauche ich für eine Runde. 1,26 muss ich fahren. Das heißt, reicht, wenn ich so bei 3 Minuten, 4 Minuten rausgehe. Ja, wollte ich gerade sagen, kannst auf jeden Fall noch 2 Runden fahren. So wie im letzten Rennen. Ja. Ich habe genug Zeit, hör mal. Es drängt ja nicht. So, alle außer ich sind auf der Strecke. Was fährt denn der Ricciardo? Fährt eine 23-4-4-3 im ersten Sektor, eine 32-5-8-4 im zweiten Sektor und eine 30-7-7-1 im dritten Sektor. So, jetzt bin ich schon 7., also ein Platz vor dir. Ja. Bist trotzdem noch 6/10 im ersten Sektor langsamer, im zweiten 5/10 und im dritten 7/1000. Ja, das Auto wird schneller, das Auto wird schneller. Habe ich genau richtig spekuliert, noch 4 Minuten zu fahren, ich habe noch für 3 Runden Sprit. Da hat der Vettel eine neue schnellste Runde gefahren. Maldonado, geh weg, ey, komm mir nicht in die Quere. Beste Freunde fürs Leben. Ich schwör's dir, der hat mir mein Rennen versaut, ey. Ey! Ey, Bottas, ne, du bist so ein kleiner Pisser. Ich schwör's dir, ey, hoffentlich verreckst du in der Hölle. Zünd ihn an, zünd ihn an, zünd ihn an. Ich schwör's dir, da fährt er eine langsame Runde
Ich bin auf meiner schnellen und da fährt ihr mir in den Weg ran. Jetzt darf ich in die Box wegen Frontflügel. Ja, das Vettel vorhin bei mir auch gemacht. Nur ist es bei mir nochmal gut gegangen. Ja, mein Frontflügel ist weg. Also ich habe überhaupt gar kein Kurvenvermögen mehr. Scheiße, Mann. Was macht denn der vor mir? Der guckt da richtig rum. Ey, das fuckt mich jetzt ab. Ja, der fühlt mich auch abfacken. Vor allem, ich bin gerade richtig schnell geworden. Die Zeiten haben richtig gut hingehauen. Ja. Egal, die Reifen, die sind noch top. Ey, Jungs, jetzt macht aber schnell. So, ich guck mal, dass ich jetzt recht schnell über die Ziellinie komme. Nämlich gleich vielleicht noch zwei Runden kann ich eh noch. Ja, sollte hinhauen. Das heißt, jetzt gleich wieder zwei gezeitete 1,26. Eieieiei. Komm auf die Strecke, gib Gas, Jungs! Huch! Neunter nur noch! Gib Gas, Alter! Ich bin nur noch Zehnter. Und habe gerade gar keinen Quip, ey. Huch, warum ist hier gelb? 2,26. Alter, da schaffe ich nur noch eine gezeitete Runde. Was ist das denn für ein Mist, ey? Ich muss hier eben doch wieder wen überholen. Das fuckt mich richtig ab. Hoffentlich hat er dafür eine Strafe bekommen. Der hat so verdient. Der hat mich in meiner schnellen Runde behindert. Ey, jetzt hält der Penner wieder vor mir. Der hat ja mir schon wieder fast... Ich bin gerade aus der Boxengasse raus, hat er mir fast meinen Frontflügel wieder kaputt gefahren. Oh Mann. Da fährt er auf die Seite in die Kurve rein und bleibt stehen. Ja, die KI hat heute irgendwas geraucht, habe ich das Gefühl. Ey, die ist richtig, keine Ahnung, voll neben sich. Einfach so Brainfuck. Unfall Sektor 1. Gefällt mir ja schon wieder gar nicht. Mir auch nicht, aber ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert. Ey, gelb in Sektor 1. Kann nicht wahr sein. Na, dritter nur. 13. Unterschied, nein. So, jetzt habe ich noch eine Runde Zeit. Das ist auch jetzt meine letzte Runde, die ich fahren kann. Boah, ich war eben richtig spät auf der Bremse nach der DRS-Zone. Aber ideal genommen, würde ich sagen. Fuck, 16. Oh, wer guckt da vor mir rum? Mach Platz. So, gib Gas, Junge, gib Gas. Ja, das denke ich mir auch gerade. Gib einfach Gas, gib einfach hart Gas. Boah, ideal genommen zur DRS-Zone, aber es wird keine Bestzeit. So, jetzt geht's in die letzte Kurvenkombination. Ja, ich bin jetzt in der scharfen Kurve gewesen nach der DRS-Zone. Bin ich in dem Bogen. Ich bin auf Startziel 1,24, 1,25, 1,26. Ah, fuck, dritter. Oh, die habe ich richtig scheiße genommen, die Kurvenkombination. Eieiei. Ja, ich bin nur Dritter, diesmal kein... Oh, Vierter schiebt er sich noch vor mir. Ah, knapp. 20.000 Stellen. Und es fängt gleich an zu regnen. Siehst du das im Hintergrund? Ja, also es ist sehr bewölkt.
Oh, Kacke, wenn es jetzt auf einmal anfängt, es im Regen an zu regnen, dann hau ich die, weil da stand 0%. Ja, ich habe das Setup auf Sommertemperaturen eingestellt. Ja, ich habe auch auf 50 Grad Außentemperatur, 100 Grad Streckentemperatur. Naja, okay, spannende Voraussetzung für das Rennen, beide Red Bull vor den beiden Mercedes. Ja, aber weißt du, der Unterschied ist, nach dem Start bist du sowieso mindestens Dritter, weil ich den Start sowieso wieder verpenne. Das sowieso, auf jeden Fall, es wird spannend, also schaut wieder rein, morgen am Rennsonntag. Wir sagen danke fürs Zuschauen, bis morgen dann, tschüss. Haut rein, ciao.